Ihr habt einen Goldspieler. Und was geht auf Revi ab? Ich verstehe das Leben einfach nicht mehr. Auf so einem Server, der für mich zumindest sich echt gebockt hat, der übel Spaß gemacht hat, halt sowas wird wie dieses Game gerade, so, oh Bruder, ich fühle gerade richtig, es tut richtig weh in meinem Herzen gerade. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde 4xy Bad Wars auf dem Claustrophobia. Und ich habe heute kein besonderes Thema dabei. Ich werde einfach mal so ein bisschen mit euch talken, ein bisschen Smalltalk führen. Ja, an sich ein bisschen mehr aufs Gameplay achten, weil viele Zuschauer meinten so, yo, du machst zwar jetzt coolen Scheiß so mit deinen Stories und Real Talks, aber wir vermissen einfach Gameplay-Stories, beziehungsweise einfach nur ein bisschen Gameplay spielen, ein bisschen nebenbei reden und gut ist. Oh, da habe ich einfach in der Luft gesneakt. Ich meine, Leute, wenn euch das so zusagt und ihr sagt, yo, das wollen wir, kann ich es natürlich auch machen, das ist so kein Problem. Ich möchte einfach sagen, ich habe seit der letzten Aufnahme vor 3 Tagen kein Minecraft gespielt, außer gerade eine Runde, die mal wieder nicht so schön ausging. Muss man mal sagen, also die Aufnahme lief nicht und die Runde an sich war nicht schön und wir hatten Goldspieler. Und was geht auf Revi ab? Ich verstehe das Leben einfach nicht mehr. Also ich habe jetzt 3 Runden gespielt und in allen 3 Runden waren Leute, die sich direkt zur Mitte gebaut haben. Selbst auf Claustro. Es war auf Claustro und das sind nicht die gleichen Leute, das sind immer verschiedene, möchte ich mal anmerken. Selbst auf Claustro, einer Map, wo Gold eigentlich das Unnormalste ist, was du machen kannst, spielen die Leute halt einfach mit Bow und Gold so. Ich verstehe, es ergibt für mich absolut keinen Sinn. So, keine Ahnung. Ich fühle halt einfach dieses Bad Wars nicht mehr, wo die Leute sagen, yo, Bruder, let's go ab in die Mitte. Ich verstehe, Gold ist ein gutes Mittel so für schwitzige Runden oder so, aber ich verstehe es nicht mehr. Wenn es auf Revi heißt, yo, Bruder, ab in die Mitte, Bogen holen, Bow spam, bisschen abfacken, Bruder. Minecraft hat schon keine Spieler mehr. Der Revi hat noch weniger Spieler. Aber hey, wir als Community? Nein, der Server ist dran schuld. Sie waren ja nur Legends weg und das ist ja ganz... Oh mein Gott, war das schlecht. Das ist ja so schlimm auf Revi. Ich meine, das Team ist ja dran schuld. Sie haben ja so viel verkackt. Aber wenn dann 3 Leute 3 Runden so spielen und selbst ich, der Typ, der Revi als Liebe empfindet, der Typ, der Revi einfach den geilsten Server nennt, den es gibt, selbst empfinde, yo, Revi ist einfach scheiße zum Playen geworden, dann hat das halt einfach schon was zu heißen, würde ich an der Stelle behaupten. Und er ist auf unserer Insel gelandet, oder? Bitte sag mir, mein Mate bekommt ihn. Ja, Glück gehabt. Für Aufnahmen ist halt übel scheiße, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich auf Revi komme, ich wenig Zeit habe, was heute eigentlich so ist, weil ich noch übel viele Sachen machen muss für eine Vorbereitung am Sonntag, am letzten Sonntag für euch, dann ist das übel kacke, wenn ich Runden spiele, wo die Leute nur abfacken, wo das Gameplay nicht mehr für euch ansehnlich ist und unterhaltend. Dann habe ich auch keine Lust, es hochzuladen, wieder zu schneiden und bin am Ende noch in der Aufnahme demotiviert wie jetzt und flenne mich bei euch aus, Leute. Das ist echt belastend. Ja, und dann gibt es auch noch den hier, aber das ist ja normal so. Also wenigstens so ein bisschen normal. Wo ich noch sagen würde, yo, den verstehe ich wenigstens noch so etwas. No! Hey, flieg doch! Ich baue es ab. Erster. Warum ist er gerade, als ich ihn da rangeboostet habe, nicht durch dieses Loch gefallen? Oh, und wir bekommen direkt Besuch von einem Fully-Kuh mit Gold. Und ich bin auch ehrlich, ja, aber oh Bruder, also ich meine, so macht Revi halt einfach Spaß, wisst ihr? Du kommst auf den Server, spielst 3 Runden und in allen 3 Runden gibt es so eine Player. Und du denkst dir so, Bruder, ich habe richtig schön mit meinen Zuschauern getalkt, es hat übel Bock gemacht. Und am Ende verlierst du die Runde, genau so. Und ich weiß nicht mal, ob er uns jetzt überhaupt tötet oder ob er jetzt einfach wirklich mit dem Bogen da oben steht und uns bossbannt. Das ist doch korrekt. Es tut halt schon weh, wenn man so früh auf Revi gespielt hat und weiß, wie geil Revi sein kann. Und man dann Spieler wie ihn da oben sieht, der sich halt denkt, yo, I don't give a fuck. Und einfach die wenigen Spieler, die es so ohnehin schon gibt, dann noch abfuckt. Vor allem, er geht halt nicht mal rauf. Das ist der einzige Mehrwert, der sich hier draus gerade ergibt, ist, dass sein Mate weiter Gold saven kann, TNT holt. Und sonst bringt ihm das halt nichts, dass er da oben steht und halt am Bowspam ist, so vom Ding her.
Sowas macht mich schon echt fertig. Gesetzt im Fall, ich will jetzt noch eine Runde aufnehmen. Und da bin ich jetzt ehrlich zu euch, Leute, ich habe jetzt keine Lust, noch eine Runde aufzunehmen. Sowas, also, keine Ahnung, für eine Aufnahme demotiviert das übel. Und ich will nicht demotiviert irgendwas aufnehmen. Ernsthaft? So, der eine geht jetzt rauf. Oder? Oder stehen jetzt beide über unserer Base und Bow-Spam? Das ist halt jetzt die Frage. Was ist ihr Ziel hier hinter gerade? Er steht da hinten, er kommt jetzt mit Fuliko und einem Bogen. Sein Mate steht über uns mit Fuliko und einem Bogen. Sein Mate tötet mein Mate. Sein Mate geht auf unser Bett. Und sein Mate ist tot. So, er bleibt jetzt über unserer Base und spammt uns weiter. So macht das Spiel noch Spaß. Ich find's halt sad so. Ich find's halt sad, dass aus so einem Server, der für mich zumindest sich echt gebockt hat, der übel Spaß gemacht hat, halt sowas wird wie dieses Game gerade. So, oh Bruder, ich fühle gerade richtig, es tut richtig weh in meinem Herzen gerade. Das, wisst ihr, aus einem Server, der so Potenzial hat, dann sowas. Und ich habe letztens getweetet, ich kann ihn hier mal einblenden. Yo, bevor wir daran denken, dass das Team von Revi irgendwie den Server zerstört, sollten wir mal an uns denken. Und darüber nachdenken, was wir auf dem Server kaputt machen. Wisst ihr? Und genau solche Leute hier, wie ihn hier, wollte ich damit ansprechen, der irgendwie im Cobweb stand, aber irgendwie auch nicht. Genau solche Leute wollte ich damit eigentlich ansprechen. Und ich habe ganz viele Kommentare, er hat einfach verlassen. Ich habe ganz viele Kommentare und Antworten bekommen, wo es hieß, yo, aber Revi-Team ist doch selbst daran schuld, um die Teilung von Belrose zu Rush, und das hat doch alles kaputt gemacht. Klar, bin ich ehrlich, es hat irgendwo viele User vergrault, und ich habe auch in einem Video schon mal geäußert, dass ich es selber nicht so geil finde. Aber irgendwo sind doch an den wenigen Spielerzahlen, die wir zurzeit haben, genau diese Personen schuld, die gerade dieses Spiel spielen. Die genau so spielen, wie die beiden es hier machen. Und sag mir jetzt nicht, sie sind beide AFK gegangen und wir gewinnen die Runde jetzt noch. So, sicherheitshalber. Bester Mate EU West. Bruder. Sowas tut halt absolut weh. Ich werde es einfach unkommentiert so hochladen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mich ein bisschen ausgelassen. Und ja, schreibt gerne einen Kommentar und like das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Telling you stop, you like leave me alone. Calling me up when I'm on my phone. Saying you're drunk and got no ride home.